Herzlich willkommen bei BFC TV. Wir begrüßen heute Angelo Fia, unseren sportlichen Direktor des BFC Dynamo hier bei BFC TV. Angelo, du selbst hast die Jugendabteilung des BFC Dynamo durchritten. Welcher Trainer hat dich eigentlich in dieser Zeit am meisten geprägt? Boah, geprägt, das war ja schwierig, es war ja gut organisiert, ne? Damals schon mit der Sportschule bei uns und hatte Helmut Koch, Peter Rode, wir hatten da schon einige Trainer, die es gut gemacht haben, aber sonst war es eine sehr gute Ausbildung, die ich genossen habe und wo ich auch dankbar bin drüber. Du bist ja selbst danach als Profi in die Bundesliga gewechselt, hast viele Spiele in der zweiten Bundesliga absolviert, im Ausland Erfahrung gesammelt, in Frankreich und auch in Österreich. Ja, für dich, wie wertvoll sind diese Erfahrungen, die du dort gemacht hast, jetzt als sportlicher Leiter? Ja gut, ist ja insgesamt, ne? 15 Jahre Profi in und Ausland. Ich glaube, das prägt schon ein, gibt auch viel für den Charakter mit, hat man viel erlebt, viele Trainer, viele Systeme. Ne? Das war schon unwahrscheinlich wichtig. Und danach, ja, jetzt auch schon seit 12 Jahren in dem Profigeschäft drinne, auf mehreren Seiten. Und ich glaube, das ist schon sehr hilfreich und auch gut. Und jetzt das erste Mal den Schritt auf Vereinsseite als Sportdirektor, ne? Freue ich mich drauf, macht Spaß. Und da kann ich natürlich auch all das ganze Netzwerk oder meine Erfahrung einfließen lassen. Du selbst hast ja auch bei Werder Bremen gespielt, Thomas Stratos als unser Trainer beim Hamburger SV. Inwieweit ist dieses Zusammenspiel Trainer, sportlicher Leiter wichtig bei der Zusammenstellung des Kaders gewesen? Na gut, ist ja enorm wichtig. Erstmal muss der Verein ja eine Philosophie ausrichten. Ne, das haben wir gemacht, wir haben Gespräche getan und dann brauchen wir natürlich auch den Trainer dazu, der genauso denkt. So, und das haben wir jetzt natürlich hier vor Ort und dann versucht man danach die Mannschaft zusammenzustellen in den finanziellen Rahmen, der uns zur Verfügung steht. Ne, und das haben wir gemacht. Ne, wir haben da gleiches Denken im Fußball. In manchen Dingen diskutiert man auch, muss auch sein. Ne, das ist wichtig, um auch weiterzukommen und ja, das können wir die Erfahrung natürlich vom Trainer und von mir packen wir da zusammen und versuchen das Beste dabei rauszuholen und da den Verein und natürlich die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler weiterzubringen. Du selbst warst ja Mittelstürmer zum Saisonauftakt, 0:3 Heimniederlage gegen den Mitfavoriten FSV Zwickau. Heute hier in Halberstadt ein 6:2 Auswärtssieg, 4 Tore von unserem Stürmer Dieter. Ja, wie hast du sein Spiel gesehen? Ja gut, ist immer grundsätzlich wichtig, erstmal, dass wir heute gewonnen haben. Ne, dann haben wir ja 0:3 verloren. Heute haben wir auch ein bisschen was fürs Torverhältnis getan. Immer wichtig natürlich, Tore schießen für jeden Stürmer, wichtig für den Kopf, aber genauso für die Mannschaft. Ne, und hat seine Tore spät gemacht, aber er hat sie gemacht, waren sehr wichtig. Und jetzt wollen wir hoffen, dass es ihm Selbstvertrauen gibt und auch der ganzen Mannschaft und dass wir das für die nächsten Spiele nutzen können. Ja, das nächste Spiel ist ja jetzt gegen den FSV Frankfurt, da sind wir natürlich nur Außenseiter. Was erwartest du von dieser Partie, von deiner Mannschaft? Ja, natürlich sind Außenseiter. Es ist ein DFB-Pokalspiel, es ist ein Spiel bei uns zu Hause. Ist immer interessant, ist immer irgendwas möglich. Wir werden sehen und ich freue mich drauf und ich glaube die Mannschaft auch. Die Zuschauerzahl, die du für dieses Spiel erwartest, was können wir da einfach mal so aus dir herauskitzeln? Ich weiß es nicht. Ich hoffe jetzt, durch das Ergebnis heute kommen noch ein paar mehr und sind interessiert daran. Wir haben Ferien, keine Ahnung, wir lassen uns überraschen, aber ich hoffe schon, dass so viele wie möglich kommen und uns unterstützen. Ja, mit der notwendigen Unterstützung, was traust du genau der Mannschaft zu? Also ich denke mal, nicht so einfach wie heute gegen Halberstadt, wo ja schon nach 7 Minuten es 2:1 stand für den BFC. Was hältst du für realistisch? Kann der BFC eine Überraschung schaffen? Ich weiß es nicht, ich habe jetzt noch nicht, Frankfurt hat ja heute auch gespielt in Bielefeld, ich weiß das Ergebnis noch nicht, aber der Druck liegt auf jeden Fall natürlich beim Zweitligisten. Ne, sie müssen weiterkommen, ne, bei uns, wir können zeigen, was wir können, für jeden einzelnen Spieler eine Möglichkeit, sich da auch zu präsentieren, für uns als Verein und wir versuchen diese Möglichkeit zu nutzen. Ne, es muss natürlich schon ein Tag sein, wo vieles optimal läuft, aber schauen wir mal, deshalb freue ich mich drauf, ist interessant, wird sicherlich ein schönes Spiel. Du selbst hast ja als Spieler selbst im Pokal-Halbfinale in Österreich gestanden, in Deutschland war es, glaube ich, das Viertelfinale. Wie wird der Trainer die Mannschaft einstellen und ja, damit auch ein wenig auf die Euphoriebremse treten, damit also die Mannschaft natürlich nicht ja, voller Vorfreude schon am Freitag auf den Platz geht und kopflos vielleicht nach vorne rennt?
Ja, ach, glaube ich nicht. Das braucht er nicht. Wir wollen ja eine Euphorie mitnehmen und auch da auch erst entwickeln. Wir sind am Anfang einer Saison. Ich glaube, für so ein Spiel braucht der Trainer auch nicht motivieren. Wir werden uns gut vorbereiten, darauf einstellen und dann versuchen, dort das Spiel offen zu halten und interessant zu gestalten und eventuell ich will nicht sagen Wunder, aber vielleicht dort ein kleines Wunder zu schaffen und weiterzukommen. Und ich glaube, es wäre für den Verein sehr schön und für alle Fans und für jeden, der dazugehört. Ja, das ist doch auch schon ein schönes Schlusswort. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr dabei seid am Freitag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, dann gegen den FSV Frankfurt, Anpfiff der Partie 19 Uhr. Also seid dabei und nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.